Skorpion, hallo, Skorpion. Oktober, Monatslegung. Was erwartet dich in diesem Monat? Die ersten 8 bis 10 Tage, bald schon, noch nicht ganz, aber fast. Ja, 8 Tage auf jeden Fall sind schon rum. Ich hoffe, du hattest einen geilen Monat bisher, dass die Situationen in deinem Leben nicht so schwer waren und dass du halt einfach auch in verschiedensten Situationen den Spaß und die Freude und die Dankbarkeit wirklich arg gefühlt hast. Private Legung, Notfall-Express, 30 Minuten am gleichen oder am nächsten Tag bekommst du von mir einen Termin. Ansonsten für den ganzen Oktober habe ich nur noch 4 Termine frei. Für 1 Stunde Legung, okay, oder eine zielorientierte Therapie. Okay? Wir schauen mal. Wow. Die Karte des Gehängten ist immer wieder eine sehr aufregende Karte, okay? Warum? Weil es ist ein negativer Hintergrund oder eine zweifelhafte Energie, die immer wieder hervorkommt durch diese Karte, aber auch gleichzeitig eine positive Wendung hat. Alles hat eine Kehrseite, die uns darüber informiert, dass stehst du an einer Kreuzung? Gibt es eine Stagnation? Gibt es etwas, wo die Wege zu sind? Gibt es etwas, wo du dich gefangen fühlst? Gibt es etwas, wo echt du sagst, Alter, ey, wirklich, das geht gar nicht mehr? Ist das eine Notwendigkeit des Inneren, des Äußeren, des Lebens auch, für dich die Augen aufzuhalten, den Kopf frei zu machen, zu warten, durchzuatmen, zu analysieren und dann nach vorne zu schreiten? Das heißt, mit der Karte des Gehängten haben wir nicht nur den Aufruf im Monat Oktober, über den Tellerrand hinauszuschauen, nach innen und nach außen, sondern auch wirklich zu sehen, das, was sich nicht gibt, das, was sich verschließt, das, was jetzt nicht ist, ist genau der richtige Zeitpunkt, weil du die Energien angezogen hast, du die Energien ignoriert hast und weil das Leben sagt, schau genau hin, aber aus der Ruhe heraus. Mega geil. Also die Karte des Gehängten hat wirklich viele positive Aspekte auch, wenn man auch wirklich sieht, welche Belohnung man für diverse Einsätze bekommt. Okay? Wir schauen mal, wie sehe ich dich, wie sieht mein Tarot dich im Monat Oktober? Ja, wir schauen einfach mal. Wow. Guck mal, verschließe nicht, und es geht weiter. Verschließe nicht die Augen, verschließe nicht die Ohren, verschließe nicht dich vor Möglichkeiten. Manchmal möchten wir mit einer Person nichts mehr zu tun haben. Schütze wie der Löwe, ja, weil wir einfach enttäuscht sind, weil wir keinen Bock mehr haben, verletzt zu werden, weil wir einfach die Nase voll haben, ja. Egal, welche Energie dieser Mensch entspricht oder die Situation. Im Monat Oktober heißt es, verschließe nicht die Augen, verzweifle auch nicht, sei barmherzig. Barmherzigkeit zu entwickeln liegt in deinem Naturell, ja. Gehe den Weg, der für dich der richtige ist, aber nicht den Weg der Trauer, nicht der Weg des Glückes nur, nicht der Weg des euphorischen, passionierten, leidenschaftlichen oder total zutiefst getrübten Skorpion, sondern sei barmherzig im Umgang mit dir. Lerne barmherzig mit dir umzugehen. Wenn du Haustiere hast, weißt du, was Barmherzigkeit ist, weißt du, was Liebe ist, weißt du, was es heißt, in deiner Umgebung auch ein gesundes Umfeld zu kreieren. Deine Barmherzigkeit, die ganz tief in dir liegt, egal was für einen verdammten Stachel du hast, egal was für Nachtragenheiten du hast, ja? Egal was ist, an alle Skorpione schon mal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, die noch haben werden. Ja, ich vergesse das immer. Wichtig ist hier, ich sehe dich als einen Skorpion in diesem Monat noch, der aus der Quelle der Barmherzigkeit entspringen wird, seine Lebensweise komplett anders kreieren wird, auch wenn er routiniert ist, aber eine innere Zapfquelle, ein innerer Ruf, eine innere Weisheit, eine innere Freude, ein inneres Licht, eine innere, ja, Geschichte, etwas in dir zeigt dir was, sagt dir was, erklärt dir was. Es bricht was in dir aus. Ich kann das gar nicht in Worten erklären, weil ich denke auf Spanisch und rede auf Deutsch. Ja, etwas bricht in dir aus, was mit Gnade zu tun hat, mit Freiheit zu tun hat, ja, mit Transformation zu tun hat, mit Wegentscheidungen, die Binde von den Augen zu nehmen, kurz stehen zu bleiben. Zwilling, Waage, Wassermann, vorsichtig mit diesen Energien. Ja, Krebs, Fische, Skorpione können auch emotional einige Themen aufrufen und hier ist nochmal der Gehängte in doppelter Aufführung. Bleibe stehen, bevor du eine Entscheidung triffst. Denke nach, überprüfe nach, auch WhatsApp-Nachrichten nicht sofort reagieren, ja, weil das könnte auch Probleme geben. Gleich gibt es noch ein paar Buchstaben, okay? Es ist wichtig, auch im Monat Oktober tiefgründig mal
die Realität des Nachbarn zu beobachten, die Realität deiner Familie. Wie sieht deine Familie sich selber? Ja? Welche Herausforderungen habt ihr als Familie schon geleistet oder als Partner? Also es wird sehr spannend werden, was auch heißt familiär bedingt. Was wird unserem Skorpion wichtig sein? Skorpion, du verschließt dir manchmal selber die Türe. Ja? Die Wertschätzung, die du nicht bekommst, ist, weil du manchmal die Türen verschließt. Vorsichtig. Was wird dir wichtig sein? Deine Stabilität, deine Ruhe, ja, die Pausen zwischendurch. Was dir wichtig sein wird, ist, jemanden in deinem Leben zu haben, den man umarmen kann, der einem zuhört, der einem Liebe gibt. Ja, kann auch ein Haustier nur sein, muss nicht ein Mensch sein. Aber im Oktober wird dir das Häusliche wichtig sein, deine Stabilität wird dir wichtig sein. Und die Menschen oder die Haustiere vielleicht, die du wirklich liebst. Also du wirst sehr in der emotionalen Welt gefangen sein oder halt offen sein. Ja, wir haben nämlich hier auch deine Freiheit. Eine emotionale Gefangenschaft verursacht durch zwei Menschen, ja, oder durch eine Situation, die schon so lange besteht und keinen Ausweg findet, auch wenn man es immer wieder möchte, kann zu bedrohlich werden, auch gesundheitlich. Vorsichtig, ja. Und hier ist schon der Teufel. Vorsicht geboten auf allen Ebenen. Im Straßenverkehr, in der Gesundheit, beim Kochen, bei den Emotionen, beim Geschlechtsverkehr, egal was. Vorsichtig, lass dich nicht manipulieren. Ja, durch Egos, durch Toxine. Verlockende Angebote können kommen, aber vorsichtig. Was dir wichtig sein wird, wissen wir, deine Stabilität, wo du stehst im Kreuzfeuer vieler Situationen, ja, und auch in der im Augenmerk von Menschen, die versuchen, dir irgendwie zu schaden. Ein Geheimnis kommt raus, eine Dreieckskiste kommt raus. Jemand weiß schon Bescheid über eine Dreieckskiste. Jemand spioniert dir nach. Jemand versucht, was über dich zu erfahren. Jemand versucht, dich im Monat Oktober noch übers Knie zu brechen. Vorsichtig, okay? Also hier gibt es ein paar Negativitäten. Vor allen Dingen pass auf deine Gesundheit auf. Zwilling, Waage, Wassermann, nochmal sehr toxische Energien hier, okay? Passe bitte auf deine Gesundheit auf, Gedankenkarusselle, schlaflose Nächte, Depressionen, Streitereien, Wutausbrüche. Okay, Schwangerschaften mit Vorsicht genießen, dass die letzten Wochen noch gut rumkommen, der Schwangerschaft, ja. Freut euch auf die Geburt schon. Viele von euch seid ihr schwanger. Und ich finde es sehr schön, weil die Schwangerschaften zeigen uns immer, wie schön es ist, als Mensch auch zu wissen, was wir alles geben können. Und ein Leben zu schenken, ein Leben zu geben, ist wirklich was Wundervolles, okay? Habe Geduld. Stier, Jungfrau, Steinbock. Hier gibt es zwischen Stier, Jungfrau, Steinbock entweder eine Schwangerschaft, eine Geburt oder eine lang ersehnte Verbindung kommt in einem weiteren Prozess. Und für einige wird es auch wirklich sein, spann den Karren an den Wagen. Entweder du machst Schluss mit der Situation und gehst alleine weiter oder du lässt diesen Stier, Jungfrau Steinbock, in dein Leben. Man ändert die Situationen, man ändert den Schmerz und man kreiert hier aus der Geduld etwas Neues. Probleme werden sich lösen, aber akzeptiere das Geschenk, ja, eine große Würde zu tragen oder eine große Würde zu haben, auch wenn du es noch nicht ganz erkennen kannst. Ganz krasse Energien spüre ich hier bei dir, okay? In deinen persönlichen Energien, ja, Stier, Jungfrau Steinbock, abgesehen davon, Finanzen, Erfolg, Liebe, Sicherheit, Spiritualität, alles ist da. Eigentlich bist du bereit, im Monat Oktober durchzustarten, auch die Schönheit zu sehen, okay, in dir und um dich herum. Eigentlich bist du bereit, im Monat Oktober mega geile Sachen zu bekommen, aber im Zweifel für den Angeklagten sagt das Leben auch hier, aber meine Karten sagen, klar bist du eigentlich bereit, aber die Quelle entspringt in dir und du musst einfach den ersten Schritt machen, wenn du auch wirklich was erreichen möchtest, okay. Ein Gespräch zwischen Partnern steht offen. Jemand denkt an dich, jemand träumt mit dir. Seelenverbindungen, du spürst jemand anderen, werden sehr, sehr markant werden im Monat Oktober. Deine Feinfühligkeit wird noch extremer sein im Monat Oktober. Okay, wie gesagt, vorsichtig mit Abgeschlagenheiten, Operationen, Erkrankungen, Darmerkrankungen, Kopfschmerzen, Gliedergeschichten. Also Operationen und Schmerzen und Erholungen, Physiotherapie werden im Monat Oktober großgeschrieben sein. Auch Tierarztbesuche kommen auch an die Tagesordnung. Okay, hier gibt es einen Menschen, immer wieder Zwilling, Waage, Wassermann, ja, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Aber auch Krebs, Fische, Skorpion, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Die einzigsten relativ guten Energien habe ich von Stier, Jungfrau Steinbock, obwohl dieser Mensch auch in seiner Geburtskarte die Negativität haben kann und deswegen dich auch ein bisschen triggern könnte. Aber weißt du, das Geschenk im Monat Oktober ist einfach, die Wahrheit zu sehen, die Wahrheit zu erkennen
und auch wirklich offen zu sein. Singles, Alleinerziehende, ältere Generation, Witwer, die ihr keinen in eurem Leben habt, okay? Hier heißt es, ihr seid einen Schritt davon entfernt, aus eurem Schneckenhaus herauszukommen, aus eurem Single-Leben herauszukommen, aus einem Betthüpfergeschehnis herauszukommen, ja, aus einer Routine der Sexualität herauszukommen. Ihr habt es in eurer Hand, aber verschließt nicht die Augen vor der Realität und seid auch wirklich bereit, den richtigen Menschen das Ja-Wort zu geben für eine Partnerschaft, für eine Sexualität oder für ein Kennenlernen, okay? Also die Liebe ist offen, die Liebe ist da, aber es hapert noch ein bisschen an der richtigen Überwindung. Dreieckskisten müssen reden, Dreieckskisten werden reden, Dreieckskisten finden immer wieder den Weg zu kommunizieren, auch wenn die Treffen mal abgesagt werden, ja, auch wenn mal etwas ist, aber die Dreieckskisten fließen weiter bis geht nicht mehr. Die Partnerschaften, hier geht es auch um das Vertrauen, hier geht es auch darum, ehrlich zu sein. In der Partnerschaft werden einige vor eine Grenze kommen, das ist unglaublich normal, ja, macht euch mal keine Gedanken, aber das Wichtigste ist in der Partnerschaft, je mehr man zusammenwächst, je mehr man auch über Dinge redet, je mehr man auch erkennt, ja, was man an den anderen hatte oder hat, kommt man in eine bessere Verbindung. Also hier heißt es wirklich Ordnung, Disziplin, Gehorsamkeit, bring dich weiter in dem Monat Oktober, aber auch die Spaßenergie, die Freude und vor allen Dingen auch deine persönliche, ja, Befriedigung dir selber gegenüber wird sehr, sehr, sehr wichtig sein. Der Buchstabe L, S, U, F, H, J, N, R und Q können von Bedeutung sein. Name, Nachname, Kosename, was der Geier auch immer. Wenn nicht, pass es an. Okay, es wird ein aufregender Oktober für die Leute, die auch wirklich sagen, ich bin bereit, ja, wirklich, ja, einfach mal zu reden, zu machen, zu tun. Ich bin bereit, aus der Routine herauszukommen. Also nicht nur aufstehen, arbeiten, bla bla bla, sondern erkennen, das Leben hat noch viel mehr zu bieten und du wirst es sehen. Aber denk dran, die Barmherzigkeit kann mit Schmerzen hervorgehen, mit Problemen hervorgehen. Aber die Barmherzigkeit ist eigentlich eine so positive Energie, wo wir alles zurücklassen und aus diesem Samen neu entwickeln uns, neu wachsen und neu uns teilen. Alles Liebe von mir und denk dran, 30 Minuten Notfall Express am gleichen oder am nächsten Tag. Schreib mich an für deine Legung. Bye.